Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Wir haben uns heute wieder eingefunden, um eine Stunde Spiel und Spaß gemeinsam zu verbringen. Mit wir, meine leider heute, wie ihr das schon das eine oder andere Mal gehört habt, nicht den Flo, weil er wieder seinem zweiten Hauptjob der Kinderpflege, Aufzucht und Aufpäppelung nachgeht, mit wahrscheinlich großer Freude und erweitertem Wortschatz. Und dazu, zu erweitertem Wortschatz, habe ich natürlich auch das eine oder andere zu sagen, nämlich auf Instagram und auf Facebook und auf TikTok könnt ihr unseren Gesichtern frönen, auf TikTok manche unseren Tanzstilen. Da müsst ihr nicht auf unseren Wortschatz achten, weil der ist dort noch reduzierter, wie es da im Podcast ist. Und wenn ihr uns auf Patreon oder Steady folgt, dann könnt ihr erstens noch auf Discord mit uns quatschen und habt das Ganze werbefrei. Und manchmal können wir dann auch noch zusätzlich irgendwie Sachen testen. Und wenn euch das nicht interessiert, dann hört uns einfach zu und gebt uns 5 Sterne dort oder da oder gebt uns ein Review oder was euch sonst einfällt. Solange ihr uns nicht, wenn ihr uns im Vorbeilaufen trefft, ein paar hinter die Ohren gebt, weil das tut weh und das ist nicht so super. Damit ihr jetzt da nicht die nächsten 60 Minuten oder so nur mit mir vorlieb nehmen müsst, weil das ist schon schwierig genug, wenn man ist, ich ist, dass man mit mir vorlieb nimmt, ganz alleine, habe ich mir jemand zu mir geholt. Dieses Mal wieder aus dem Westen Österreichs, aber eigentlich ein bisschen aus dem Süden, nämlich den Philipp Außerhofer. Grüß dich. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Freue mich voll, da zu sein. Danke fürs Kommen, der uns mit Insights, Wissen und besseren Einblicken in den Trail und den Fotosport dienen kann, als ich das kann. Also er ist einfach in alle Bereiche bewanderter als ich. Und deswegen freue ich mich drauf, weil er uns da ein bisschen mit Inhalt füttern kann und wird. So, zu deiner Person, du bist 92 geboren, das heißt, du bist jetzt da knapp über 30. Genau, ich bin letztes Jahr habe ich meinen 30er gefeiert, Dezemberkind, ein Winterkind, und haben da ja am 15. Dezember eine coole Party gehabt, jetzt auch im Dirty 30 Club und freue mich voll über die neue Lebenserfahrung. Ich merke nicht so viel, dass was anders ist, aber genau, jetzt auch im Club der 30er. Naja, jetzt ist endlich die Zeit angebrochen, wo du die Langdistanzen sinnvollerweise angehen kannst. Weil das, diese Mit-20er, die da auf der Langdistanz Sachen machen wollen, das ist ja immer so, da kommen sie halt durch die Küken. Aber ab 30, also wenn man sich so da in der Welt umschaut, so diese Journees und Dance der Welt sind ja auch schon über 30. Das geht sich halt als Jugendlicher nicht aus. Es freut mich, wenn ich dann jetzt endlich ganz offiziell aufgenommen worden bin. Bin schon länger an den langen Kanten sozusagen unterwegs. Das ist ja das, was ich absolut für mich als meine Disziplin im Trailsport deklariere und definiere. Aber schön, wenn es jetzt mit 30 dann offiziell ist, dann brauche ich auch kein schlechtes Gewissen mehr haben. Aber natürlich, ich glaube, die Läufer werden schon teilweise immer jünger, auf der anderen Seite vielleicht sogar ein bisschen bedenklich. Zähle selber ein bisschen dazu, haben viele Fehler machen dürfen, viel lernen dürfen, viel aber auch von meinen Teamkollegen abschauen dürfen und dadurch ist mir das ein oder andere erspart geblieben. Aber jetzt freue ich mich auf die neue Saison und jetzt kann es absolut losgehen. Naja, wann hast du eigentlich die Liebe zum Traillaufen oder zum Berg oder zu dem Sport entdeckt? Also kommst du ursprünglich schon vom Laufen und vom Traillaufen oder hast du irgendwie so einen schrägen Einstieg gehabt von wo ganz anders? Weil wir haben schon die lustigsten
Ursprungssportarten gehabt. Vom Tennis übers Ballett, übers Kajakfahren oder Kanufahren. Weiß nicht, kommst du vielleicht vom Ringen? Oder ich weiß es nicht. Zumal ich aus dem Ahrntal komme in Südtirol, ist Ringen bei uns nicht so beliebt, wenn wir es bei uns eher als Rankl sein. Gut. Aber da bin ich meistens damals zu klein und zu leicht gewesen. Deswegen, da habe ich keine große Karriere gemacht. Tatsächlich, wie gesagt, komme ich aber aus dem Ahrntal. Ich weiß nicht, wer es kennt, das ist ein Seitental des Pustertals in Südtirol, an der Südseite des Zillertaler Alpenhauptkamms. Und ist einfach umringt von richtig schwere alpine 3000er. Ich kenne mir nicht von ungefähr, dass so super Alpinisten wie Simon Giertl oder Kammerlander Hans oder Europas Skifahrer des Jahres, so Markus Eder oder Weltcup-Skifahrer aus dem Gebiet kommen. Also ich glaube, da ist ein riesen Spielwiese und ein riesen Möglichkeit, sich am Berg sozusagen zu entwickeln. Und das ist ja der Grund oder der Ursprung, wo ich herkomme. Also ich würde sagen, dass ich definitiv vom alpinen Bergsport komme. Ich bin in die Berge aufgewachsen. Die Eltern haben mich von klein auf mitgenommen, die Onkels. Ich habe ganz spielerisch lernen dürfen, mich am Berg zu bewegen, die Gefahren kennenzulernen, aus Fehlern zu lernen, ist zum Glück allem gut ausgegangen. Und haben dann sozusagen 2017, muss das dann gewesen sein, ungefähr, mal verstanden über ein Buch, das ich damals gelesen habe. Ist ganz eine lustige Geschichte, da bin ich nicht das ein oder andere Mal erzählt. Nach dem Tag am Feld habe ich bei der Heuarbeit beim Opa in der Hängematte gelegen und habe ein Buch gelesen von Kilian Jornet. Und haben verstanden, dass es zu dem, was ich eigentlich mache, einen Sport gibt dazu. Und da das erste Mal von den sagenumwogenen und mysteriösen UTMB gehört. Und irgendwie seitdem geistert es so in meinem Kopf herum und treibt mich an. Aber ja, das ist so mein Ursprung, also weit weg von der Leichtathletik. Heimzog ein bisschen leider. Lauftechnik. Warum? Achso, okay. Von natürlich, der Technik her. Genau, okay. Also das ist hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, so eine richtige Laufschule war unglaublich viel wert. Ich glaube, ich habe ein bisschen ein Bewegungstalent und habe dafür im Gegenzug sicherlich meine Stärke liegt im alpinen Laufen, im technisch schweren Untergrund oder halt an die technisch schweren Trails. Das ist auch das, was mir am meisten taugt. Und da, wo ich meine Schwächen oder meine kleinen Dings wegmachen kann. Also das heißt, du bist eher Jornet und weniger Walmsley. Weil der Kilian Jornet ist ja, der hat ja mit Laufen, Leichtathletik und so auch relativ wenig am Hut gehabt immer. Der ist halt einfach in die Berge aufgewachsen und hat halt, weiß nicht, Ski Mountaineering und Bergsteigen und Dinge gemacht, die man halt am Berg so macht. Und der Jim Walmsley kommt ja, glaube ich, eher so von der Bahn und vom Marathonlaufen und so weiter und so fort. Und man sieht halt sehr den Unterschied. Und du bist offenbar genau aus dem gleichen Ursprung wie der Kilian. Also das sind jetzt, ich glaube, das sind jetzt, genau, erstens andere Berg, Alpen statt Pyrenäen. Ich glaube, das sind jetzt sicher Details am Rande. Ich glaube, das sind sicher so die größten oder mitunter die größten Ultraläufer, die es zurzeit gibt, die Maßstäbe setzen. Riesenehre, wenn ich mit meinen jungen Jahren da an der Startlinie stehen darf. Und von ihnen lernen darf, zuschauen darf. Für mich ist das immer noch eine riesen, riesen Ehre. Und ja, also man sieht es absolut. Also ich habe die ersten Kilometer heuer mit dem Jim letztes Jahr beim UTMB laufen dürfen. Das ist eine Gazelle. Also wenn du das siehst, das ist wunderschön. Und deswegen
ja, habe ich auch natürlich begonnen, an den Punkten zu arbeiten und mich da zu verbessern. Wenngleich es natürlich immer darum geht, irgendwie Schwächen zu stärken, aber die Stärken nicht zu vernachlässigen. Ich glaube, da muss man sich immer darauf besinnen. Und entsprechend schaut dann halt auch ein bisschen die Saisonsplanung aus. Also man sucht sich dann halt schon auch eher die Rennen, wo es ein bisschen technisch ist. Und blickt dann mal vielleicht über Istrien drüber hinweg. Naja, du hast ja 2018, also wenn man deine ITRA-Vergangenheit sich anschaut, du hast ja schon auch mit den, sagen wir mal, kürzeren Sachen angefangen, aber halt auch mit eher so Sky-Race-Geschichten, also wirklich technische Geschichten wie den Hochkönigmann oder den Limon Extreme, der ja jetzt da nicht irgendwie ein Parklauf ist, sondern wo halt wirklich ein bisschen technisches Geschick gefordert ist. Und das Schlägeis das Jahr drauf ist ja jetzt auch nicht nix quasi. Ja, genau, das ist eben das, was ich gemeint habe. Also man sucht sich natürlich als Athlet immer die Sachen, wo man ein bisschen stärker ist. Wobei ich sagen muss, 2018 oder 2019 habe ich keine Ahnung noch gehabt von dem, um was es eigentlich in dem Sport geht. Also ich bin da echt... Na ja, gewinnen halt. Mit einem dreifachen Salto ins kalte Wasser gesprungen, haben Fehler gemacht, haben wir beim angesprochenen Schläger als gleich mal die Band lang gerissen, bin trotzdem irgendwie fertig gelaufen. Also es war echt ganz eine spannende Reise, wobei ich auch nie gewusst habe, wohin mich der Trail eines Tages führen wird. Auch nie das für möglich gehalten hätte, dass ich mal so weit kommen darf und dass ich so eine große Leidenschaft in dem Sport finde. Und ich muss heimzogen, dass ich echt eine unglaubliche Berufung und eine unglaubliche Leidenschaft in dem Sport gefunden habe und dass ich nichts lieber tue, als wie jeden Tag mir die Laufschuhe zu schnüren und außen zu gehen und die Welt zu entdecken. Und das ist, glaube ich, unglaubliche Pensions und das genieße ich gerade extrem. Ich glaube, das ist, nach dem suchen viele, die anderen finden es am Fußballplatz, die anderen auf der Skipiste, die anderen vielleicht in der Wissenschaft, da habe ich es nicht gefunden. Und genau, ich habe es am Berg gefunden. Was mich da interessiert, ich meine, du hast ja deine neue Wahlheimat auf der anderen Seite vom Berg gefunden, jetzt da gar nicht so weit weg. Also du bist dem Ganzen ja treu geblieben, hast dann aber quasi eine Ausbildung fertig gemacht und bist ja voll berufstätig. Also du hast schon auch was Gescheites gelernt, nicht nur laufen. Nein, also auf jeden Fall, ich bin auch so erzogen worden, dass man, wenn man was macht, dann macht man was gescheit. Also da habe ich, glaube ich, ganz tolle Werte mitgekriegt von daheim. Ich bin da 2011 nach Innsbruck, um Pharmazie zu studieren. Habe das auch fertig gemacht. Also ich bin diplomierter Apotheker sozusagen. Habe auch in der Apotheke gearbeitet und habe dann sozusagen in Innsbruck mir eigentlich ganz, ganz lang nicht so wohl gefühlt. Mir hat es immer nach Hause getrieben. Also ich bin teilweise dreimal die Woche heimgefahren, weil da einfach die Skiern am Berg waren. Und ja, es war... Sag das kein Innsbrucker. Es war ganz, ganz eine prägende Zeit für mich, ganz eine spannende Zeit, in der ich unglaublich wachsen habe dürfen. Ich glaube, die Studienzeit ist da echt ganz was Besonderes für die persönliche Entwicklung und für das persönliche Wachstum. Und bin dann aber, hat mich immer mehr sozusagen, es hat ein bisschen gedauert, aber immer mehr auf Innsbruck und auf die Trails rund um Innsbruck eingelassen und haben tatsächlich, glaube ich, oder würde ich mal sagen, übers Laufen und über die Trails und über die Community, die es da gibt, eine neue Heimat gefunden. Und jetzt tatsächlich, und den Begriff mag ich sehr, sehr gerne, ist Stubai meine Wahlheimat. Ich glaube, die Heimat wird immer, oder daheim wird immer das Arntal bleiben. Da bin ich aufgewachsen. Da ist meine ganze Familie, da ist...
da darf ich reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist. ein bisschen vielleicht ein krasser Dialekt, würde ich jetzt einmal sagen, den vielleicht sind nicht so viele verstehen, deswegen hoffe ich, und das unterbrecht es mich bitte, wenn es mich nicht mehr verstärkt, aber ich streng mich fest an. Passt, alles gut. Nach 12 Jahren da in Innsbruck soll es aber gehen. Und ja, das wird immer daheim bleiben, aber ich fühle mich sehr, sehr wohl in der Gegend Innsbruck-Stubai. Ja, und es ist ja auch nicht so weit weg. Ich meine, man fährt zwar ein Zeitl, weil dazwischen halt viel Berg sind, aber jetzt an Luftlinie ist es eigentlich gar nicht so weit. Luftlinie war es ganz, ganz nah, aber man fährt halt echt 150 Kilometer. Ja. Du hast, weil du gesagt hast, ein Stehgeist, das waren 19, glaube ich. Da hast du halt auch viel gelernt, zum Beispiel, was Bänder aushalten und was nicht. Wie bist du dann dazu gekommen, dass du von den, weiß ich nicht, 20er, 30er Skyrace-Geschichten umgeschwenkt bist auf 60, 80, 100er? Also wirklich, das ist ja im Endeffekt, wenn du sagst, ich bin ein 10.000 Meter Bahnläufer und dann steige ich um auf Marathon. Oder 5.000 auf Marathon. Also so, das eine ist halt brutal schnell und richtig auf Racing und an weiß nicht, an Bitstal Glacier Trail auf, wenn man weit fahren mitlaufen will, ist es schon auch Racing, aber das Tempo ist halt ganz anders. Ich glaube, dass ich grundsätzlich schon immer ein Ausdauertyp war. Und dass ich, also wenn ich so zurückdenke an die Jugend und an die Bergtouren, dann hat mir immer das am besten gefallen, wo man gefühlt über 3 Gipfel drüber ist oder im Winter 5-mal aufgefällt hat und einfach in der Früh gestartet ist und auf Nacht irgendwann heim ist, was gegessen hat und ins Bett gekugelt ist. Und man hat aber so viel zum Erzählen gehabt von dem ganzen Tag in die Berge. Das war für mich immer, das sind so die schönsten Touren, an denen ich mich voll erinnern kann. Und tatsächlich ist das heute noch so, dass wenn ich bei einem kurzen Rennen, heuer habe ich wieder ein paar gemacht, mal an der Startlinie steht, dann ist das irgendwie super cool. Es geht wirklich einfach Kopf unten rein, draufdrucken, was hergeht, schauen, irgendwie das zu überleben, total konträr eigentlich zu dem, eben, was ich sonst mache. Aber nach den Rennen kann ich eigentlich kaum was erzählen. Hingegen bei einem Ultra, da erlebe ich so viel. Das ist, du startest meistens mitten in der Nacht, es ist stockdunkel, gefühlt ja. Alle anderen sind im Bett und du darfst da loslaufen. Ich finde, das ist ein Riesenprivileg. Und dann bis Stunden später, meistens eh zu kalt, obwohl so laufst, geht irgendwann die Sonne auf und meistens bist du da echt glücklicherweise, als wenn du vorne dabei bist, an wunderschöne Orte, meistens hoch oben, wo dann der Sonnenaufgang, und das gibt dir dann so richtig Energie. Und dann geht es so über den Tag weiter. Ich kann über jeden Ultra, den ich habe laufen dürfen, und mittlerweile, glaube ich, bin ich mehr Ultra gelaufen wie Kurzstreckenläufe, kann ich so viel erzählen. Und es bleibt mir so viel jedes Mal in Erinnerung, auch was so während dem Rennen passiert. Das Gefühl habe ich bei den kurzen nicht. Auf der anderen Seite ist natürlich, wie heuer zum Beispiel, bin ich mal die Woche nach der Italienmeisterschaft beim Ötzi an den Start gestanden, 15 Kilometer. Ah, die kürzere Strecke. Die kürzere Strecke, ja, genau. Ja. Und das war irgendwie brutal geil, dass einfach nach 1,5 Stunden oder nicht einmal vorbei war. Du hast was gehabt, du hast den ganzen Tag. Das war auch irgendwie brutal bergig, aber naja, mir werde jetzt in Zukunft an die langen Sachen sagen. Naja, vor allem bei sowas wie bei diesem Ötzi Trail, ich meine, der soll ja von den Trails her, ich war leider noch nicht dort, aber der soll ja von den Trails her unheimlich schön sein, aber ich stelle mir vor, gerade in diesem kompetitiven Feld, auf 15 Kilometer, ist völlig wurscht, wie schön der Trail ist, weil im Endeffekt, du bist in einem Tunnel drinnen und bist die ganze Zeit über deiner Schlagdartschwelle und ballerst halt einfach, was irgendwie geht.
Also das ist ja wie Formel 1 fahren wahrscheinlich dann. Da schaut auch keiner, ob der Hafen in Monaco schön ist. Ja, ich glaub, dass der Trail beim Ötzi in Naturns definitiv schöner ist als die Asphaltpisten rund um die Welt. Also das bin ich mir sicher. Falls du noch wirklich noch nicht dort warst, da sollst du unbedingt hin. Ist ein wunderschönes Event, unglaublich familiär, richtig bärig organisiert. Ganz, ganz dickes Lob an alle, die da dabei sind. Ich finde, eben, jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Ich habe zum Glück die Gegend gekannt. Ich weiß, wie schön dass es dort ist. Ich habe es trotzdem genießen können. Und das Coole war halt einfach, dass es heuer so unglaublich stark besetzt war durch den Sichtungswettkampf, den die Deutschen da organisiert haben für die WM. Oder wo sie es halt ausgeschrieben haben, dann extrem stark italienische Läufer, Südtiroler Läufer. Ja. Und das war für mich richtig, richtig cool als Ultraläufer, mich mal gegen die unter Anführungszeichen Spinner zu stellen und echt neue Limits für mich außer zu finden. Es war richtig, richtig bärig, hat mir voll getaugt. Ja, aber du darfst mir ja echt alle in absurdem Tempo los. Also diese kurzen, also kurz, aber ja, 14 Kilometer sind glaube ich für jeden kurz, aber das ist halt, ja, das, dafür bin ich zu alt. Dafür bin ich einfach zu alt, das hilft nichts. Bei den langen Geschichten, du frönst ja auch dem zweiten Hobby, ich glaube, es ist ein Hobby, oder ist es schon so ein bisschen Beruf auch, dass du ganz viel Fotos machst und Aufnahmen, weil die kennen ja viele Menschen, die von Ultra Trail gar nicht so viel wissen, einfach auch von Social Media über die Fotos, die du machst von diversen Bergen oder deinen Abenteuern. Ist das reines Hobby oder ist es schon Nebenberuf? Also ich kenne das nur vom Philipp Reiter sonst, der halt auch sehr bekannt ist für Laufen und fürs Fotografieren. Wie spielt das zusammen mit den Rennern? Also ist das beides toll oder abwechselnd oder wie gehst du das an? Absolut beides toll. Also grundsätzlich, mein Beruf ist Läufer, ich bin Athlet, ich liebe es aber zu fotografieren. Also mit der Fotografie und selber mehr mit der Filmerei habe ich definitiv eine riesen Leidenschaft gefunden, die ist eigentlich, ja, ist echt so Hand in Hand entstanden. Das ist einfach, ich habe ein Abenteuer erlebt, aber ich habe die irgendwie, ist mir allem so viel gekommen. Es gibt so sprachlich gewandte Leute, die können unglaublich viel und volle Schienen erzählen und ich habe das Gefühl gehabt, ich möchte das aber festhalten. Ich möchte die Momente, die ich da habe, einfach festhalten, um in andere vielleicht eine kleine Inspiration zu geben. Überhaupt nicht, um zu sagen, hey, schau mal, wie bergig das ist da habe, sondern einfach so die Motivation und die Inspiration mitzugeben, hey, geht's außen und entdeckt's. Gerade wenn's wurscht wohin, schaust die Runde, die kleinsten Sachen, habt ein Auge dafür, das ist einfach sowas Schönes, wo wir da leben dürfen. Und deswegen ist das so irgendwie in Hand entstanden. Ich glaube, dass heutzutage als Läufer oder Athlet, wurscht in welcher Sportart, Social Media einfach eine starke Währung ist. Es zählt der letzte Wettkampf, es zählt die Zeit, es zählt, das ist natürlich klar, du bist Athlet, du willst die stellen, du willst die messen, du wirst über die verschiedenen Scores bewertet, sei es ITRA, sei es UTMB, jetzt in unserer Sportart, du hast eine Zeit stieren auf deine 40 Kilometer, auf deine 100 Kilometer, wobei das ja allmals relativ ist. Aber es gibt eine zweite Währung, und das ist sicher Social Media, die einen Wert hat und die das einfach dazugehört. Das ist Teil des Spiels. Und wenn du das Spiel mitspielen willst, dann gehört das dazu. Und mir fällt es vielleicht leichter. Ich glaube, dass ich ein sehr kreativer Mensch bin und mir gefällt es, mich da ein bisschen auszuleben. Und das ist halt auch etwas von dem, das ich in der Apotheke noch einfach vermisst habe.
ich habe da nicht so kreativ sein können, wenn da fünfte hintereinander kämpfst mit Kopfwehrtabletten oder mit Kopfwehr, oder? Dann geht da halt beim fünften irgendwann die Kreativität aus, was dem jetzt gibst. Ja, du kannst kreativ sein, aber ich glaube nicht, dass das alle so schätzen. Also, ich habe mal was ganz Neues ausgedacht. Moment! Und das hat mir da sicher gefällt und das gehört für mich auch einfach dazu und ich glaube, für jede Firma gehört es dazu und ist, du bist Botschafter für die verschiedenen Sponsoren und Förderer, die dir das Leben ermöglichen und ja. Deswegen geht das für mich Hand in Hand. Das heißt, du lebst jetzt da quasi hauptberuflich vom Sport? Genau. Okay. Also Sport, Schrägstrich, Sponsoren, also dieses ganze Paket rundherum, weil im Trailsport von Preisgeldern zu leben, das spielt halt einfach nicht. Ja. Aber nein. Es ist natürlich schon so, dass der Trailsport, glaube ich, gerade eine unglaubliche Entwicklung durchlebt. Es geht ganz viel weiter, es wird unglaublich professioneller. Man merkt, man braucht sich klar umhören. Eurosport übertragt jetzt Rennen. Genau, also, auf das wollte ich gerade hinaus. Der Sport ist keine Rennsportart mehr. Absolut nicht. Das lasse ich mir nicht mehr einreden. Der Ultrasport wahrscheinlich schon noch. Also ich bin gespannt, wann Eurosport sich dazu entscheidet, den nächsten 24-Stunden-Lauf live zu übertragen. Ja, es ist halt einfach, naja, wobei, die 24 Stunden von Le Mans übertragen sind auch, und das ist jetzt auch noch so semi-spannend. Ja. Also können sie genauso gut in OCB übertragen, da passiert mehr. Es ist ja ein Rennsport oder Autorennsport oder so, hat natürlich mehr Action als jetzt der Langstreckenlauf oder der Ultralauf, wobei auch das unglaublich spannend ist zu erzählen und unglaublich spannende Geschichten erzählen. Aber ich bin mir sicher, dass auch der Sport irgendwann noch richtig ankommt. Die Kurzstrecken sind allerdings sicher leichter oder besser an den Mann, an die Frau zu bringen, weil einfach, wenn du, gleich wie beim Triathlon, wenn sie jetzt so sagen, die Übertragung vom Ironman über, weiß nicht, 8, 9, 10 Stunden ist sicher nicht so fesselnd für die meisten Leute vom Fernseher, wie wenn du sagst, ich nehme jetzt irgendeine Sprintdistanz oder irgendeine olympische Distanz und sagen, okay, in 2 Stunden ist es vorbei oder dieses komische Format. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, wo sie zuerst in der einen Reihenfolge und dann wechseln sie die Reihenfolge und dann sind 3 kurze Triathlons hintereinander, wo sie immer die Reihenfolge ändern mit Abkürzungen und so. Also das so sehr auf Event getrimmt ist halt, aber das halt viel Action bietet und das ist sicher der Einstieg für die meisten Leute, dass sie sagen, das schaue ich mir zuerst an. Genau, ich glaube halt grundsätzlich ist die Aufmerksamkeitsspanne heutzutage oft leider mein Fingerwischwert, das ist auch nicht anders. Da sind wir bei den sozialen Medien. Wie findest du das eigentlich als Fotograf? Wenn du jetzt so sagst, du machst Fotos und das war ein richtig geiles Foto und du weißt, dafür viele Leute ist es einfach so, ja passt, nächstes. Ist das schlimm? Deswegen, schlimm. Ich glaube, es geht ja darum, mehr zu erzählen. Ich glaube, die Leute, die ich erreichen will, die nehmen sich die Zeit, die lesen einmal einen Text durch, die vielleicht setzen sich einmal hin, die machen sich vielleicht einmal einen Screenshot von dem Bild und haben ihn vielleicht 3, 4 Tage als Hintergrundbild von der schönen Landschaft und träumen sich irgendwie dahin, vielleicht im Alltag. Aber wie gesagt, grundsätzlich, mein Fokus ist als Athlet, das möchte ich nochmal ganz fest unterstreichen. Und wenn es zum Erzählen geht, dann kommt die Fotografie ins Spiel. Und wie viel ist das? Ich glaube schon, dass das, was man tut, einen Wert hat. Und sonst, den Wert hat es zumindest für mich und vor allem, es ist ja das Bild, was erzählt. Also ich kenne ja die Geschichte dahinter und das ist das Schöne. Ich bleibe jetzt noch ein bisschen drauf hängen, weil es mir einfach brennend interessiert.
gerade jetzt da in dieser ja, digitalen, schnelllebigen, mach schnell einmal irgendwo mit was auch immer, Handy, Drohne, weiß der Geier, Spiegelreflexkamera, ein Foto und stöß irgendwie online oder tu irgendwas. Ist immer so die Idee dahinter auch, dass man sagt, ah, ich möchte irgendwann ein Fotoband ausbringen, ich möchte irgendwann die Geschichte dazu erzählen und dann, weiß ich nicht, meine besten 48 Fotos mit jeweils der Story dazu irgendwie veröffentlichen. Also hat man als Fotograf, der halt wahrscheinlich sich viel dabei denkt, bevor er das Bild macht, die Idee, dass man das danach irgendwo noch anders festhält oder veröffentlicht? Also ich bin kein Fotograf, ich habe keine Ausbildung als Fotograf. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich arbeite mit ganz vielen professionellen Fotografen zusammen und habe das riesige Glück, dass mich da ganz viele begleiten. Mhm. Die würden mir alle rügen, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich bin ein Fotograf. Mir gefällt es, zu fotografieren, das festzuhalten. Um die Frage zu beantworten, es gibt einige Ideen diesbezüglich. Ich glaube, die brauchen noch ein bisschen. Ich glaube, vor allem, es braucht auf jeden Fall auch das Standing oder die Reputation als Athlet, dass du einfach über Leistung Sachen dann auch erzählen darfst, damit sie auch gehört werden. Und an denen arbeite ich jetzt, dass ich einfach mich da weiter verbessere, mich an die coolsten Trails der Welt gegen die coolsten Kontrahenten stellen darf und schauen darf, wie weit es in dem Sport noch kommt. Ich glaube, dass nämlich noch ganz viel möglich ist. Das glaube ich auch. Ich bin jetzt deswegen ein bisschen auf dem herumgeritten, weil man jemand, der relativ viel auf Social Media gepostet hat oder auch sehr bekannter geworden ist, gesagt, er ist früher, hat er trainiert und wenn er das Training gemacht hat und es war irgendwas, weiß ich nicht, irgendwas Cooles, was er gesehen hat, hat er beim Training ein Foto gemacht oder eine Aufnahme oder hat er halt irgendwie die Actioncam mitgehabt und hat dann einen Shot gemacht und er hat gesagt, und irgendwann ist dieses Social Media Game groß geworden und irgendwann ist er dann, hat er das Training so anpasst, damit er zu einer bestimmten Zeit wo ist, damit er ein cooles Foto oder eine coole Aufnahme kriegt und er gesagt, und in dem Moment hat er dann gemerkt, da passt was nicht. Also wo sich einfach der Fokus verschoben hat von dem, was er eigentlich machen wollte, dahin, dass er gesagt hat, jetzt mache ich das eigentlich für das andere schon. Darum habe ich da jetzt ein bisschen drauf herumgeritten, weil das ja, ich bin total unbegabt oder sowas, deswegen bin ich da sehr gefeit. Ich glaube, dass das relativ schnell passieren kann. Und deswegen passe ich mir da wirklich ganz, ganz fest drauf auf. Wenn ich trainiere, dann trainiere ich. Da muss schon ganz, ganz was Spezielles passieren, dass ich da das Handy raus tue und ein Foto mache. Aber du hast nur das Handy mit quasi. Und meistens das war's. Schon. Ja. Meistens schon. Also wenn es wirklich ums Training geht, da ist die Spiegelreflex oder die Kamera dann einfach viel zu schwer. Also das kann die ja nie, dann weißt du ja nicht, dann würde ich die ja selber nicht ernst nehmen als Athlet. Also da muss schon wirklich viel passieren. Dann ist es wirklich mehr fast ein Andenken. Es wird dann nie geben, dass ich während dem Training eine Story mache oder während dann ein Bergabenteuer mache, das meistens so fast tagebuchartig, wenn ich danach daheim bin, in Ruhe, mich hinhocke, einen guten Kaffee trinke und dann 3-4 Bilder hochlade, aber sicher nicht während dem Training. Und da muss man auch ganz ehrlich sein, die richtig coolen Shots, die sind geplant, da wartet man oft lang und da ist viel Arbeit dahinter, um dann auch die Platz dann zu finden. Aber die landen ganz sicher nicht aufs Trauer. du brauchst die Plätze und du brauchst dann, ich glaube, wenn ich mir Fotos anschaue von Menschen, die sowas können, im Gegensatz zu mir, weil meine Fotos schauen alle immer genauso aus,
wie wenn es ich gemacht hätte. Das ist das Wichtigste für einen Fotografen, dass er einen Wiedererkennungswert hat. Oh ja, ja, das ist definitiv. Aber es ist bei mir kein Qualitätsmerkmal. Aber ganz oft ist es ja die Lichtstimmung, glaube ich, die man einfangen muss und dass man da dann ewig und drei Tage drauf wart, quasi, dass das so passt, wie man es gern hätte und nicht irgendwas ist. Also das kann man schon gut vorstellen, dass das doch einiges an Aufwand bedeutet. Das heißt, aber wenn man dich jetzt da fragen würde, was deine Leidenschaft ist, ist das eine ist ein Hobby und das andere ist wirklich, also du bist eigentlich schon, oder eigentlich, du bist Racer und Athlet und das andere läuft mit, unter Anführungszeichen. Oder das ist halt das nette Beiwerk. Genau, das mache ich dann in meine Pausetage oder in meiner. Mhm. Meistens ist es ist ganz, ganz selten, dass ich jetzt wirklich außen gehe und sage, ich fotografiere was. Es ist fast immer ein Abenteuer mit Freunden, mit der Freundin, wo ich einfach irgendwo unterwegs bin. Und das dann natürlich, dann schaut man natürlich schon, dass man beim schönen Licht in einer schönen Landschaft ist. Aber dann entsteht es total spontan. Ja. Du hast den großen Vorteil, du bist ja oft in schönen Gegenden. Ja, das suchen wir ja aus. Ja. Ja, aber das hat schon einen großen Vorteil, glaube ich, wenn man ein bisschen herumkommt und nicht immer denselben Berg. Nein, absolut, aber das ist auch der Anspruch, den ich an mich selber stelle. Mhm. Ich möchte mich ja als Läufer in der Landschaft sorgen, in der ich unterwegs bin. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich da auch gehe und für das eine Foto tue ich so, als ob ich da laufen würde. Ich laufe ja da wirklich. Ich laufe normalerweise im Training dort und im Training hast du halt nicht einen Fotografen, der hinter jedem Eck wartet sozusagen, oder? Ja. Aber natürlich habe ich den Anspruch an mich selber, dass ich für meine Community und für meine Vorträge und für meine Sachen die Leute das zeige, das, was ich erleben darf, dass ich das umbringe, dass ich die spektakuläre Landschaft, ich möchte mir an keiner Vorstraße zeigen. Das ist. Niemand will es ja von der Vorstraße sagen. Oder noch schlimmer auf Asphalt. Das ist für einen Trailläufer und gerade für einen Alpinen, wo ich mich hin dazu zählen darf oder wo ich glaube, dass ich vielleicht meinen USP habe, dass ich einfach in wirklich schwerem Gelände noch allem gut laufe. Und da möchte ich mich natürlich zeigen. Das ist aber ein guter Satz, das mit in wirklich schwerem Gelände noch guter Lauf. Das ist ja, ist das was du sagst, das kann man trainieren? Oder ist es was, du sagst, eigentlich, wenn du das jetzt nicht als Kind gelernt hast, dann tust du als Erwachsener halt wirklich, wirklich schwer, dass du diese Fähigkeit an steile Leiten auf oder obi zum kommen in einer annehmbaren Geschwindigkeit nur da lernst. Ich glaube schon, dass wenn du als Kind in solchen schwereren Gebiet aufwachsen darfst, wo du einfach ganz spielerisch lernst, dir selber einen Weg zu suchen, über Steine zu springen, einmal lernst, dass einer nicht hebt und beginnt wegzurollen oder dass du dann eine Lösung findest, oder? Dass du das als Kind, wenn du das als Kind lernst, dann tust du da einfach viel, viel leichter. Ich glaube persönlich schon, dass es extrem schwer ist, das als Erwachsener noch zu lernen. Gerade wenn du jetzt wirklich sagst, du kommst von der Bahn oder Straße mit Mitte 20 oder Anfang 30 und möchtest auf einmal Trail laufen. Persönlich glaube ich, dass es schwer ist. Die Bandlern im Sprunggelenk sind auch nicht mehr wahrscheinlich die biegsamsten. Also ich glaube schon, dass es einen riesen Vorteil hat. Ich finde, es ist ein Riesenprivileg, dass ich das der Kindheit haben gedacht habe. Und dass wir sind im Wald aufgewachsen, beim Opa, am Bauernhof. Ja. Wir haben einfach, wir waren auf Trails unterwegs, bevor wir gewusst haben, dass das ein Trail ist.
Wirklich, bei uns war es einfach eine Stalle Wiesen und wer zuerst unten ist, hat gewonnen. Da war gar kein Weg. ist das, glaubst du, was jetzt da Läufer, also ob Italien, Frankreich, Spanien, Österreich, Schweiz, was Läufer aus der Alpen- oder Alpinenregion noch einen riesen Vorteil gibt gegenüber jetzt da im Straßenlauf oder beim Berglauf auch, hast du ja relativ viel Leute aus Äthiopien, Kenia, die halt Höhe gewohnt sind und brutal schnell sind von der Grundgeschwindigkeit her. Aber jetzt da bei den, wie soll ich sagen, anspruchsvolleren Trails oder Sky Races momentan zumindest noch keine Rolle spielen. Ich glaube, dass das verschiedene Gründe hat. Ich glaube, dass, es sehr, sehr gute afrikanische Bergläufer gibt, die ja in schwereren technischen Terrain sicher super unterwegs sein. Ich glaube tatsächlich, dass das Geldthema ein Riesenthema ist. Natürlich hat Straßenlauf ganz andere Anziehungskraft für solche Athleten. Man merkt es aber, es kommen immer mehr. Ich finde, es tut glaube ich im Trailsport gut. Es ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die extrem spannend ist zu beobachten. Auf der anderen Seite, wir, so geht's einmal, Alpenländler können in technischen Terrain vielleicht super laufen, haben aber in 4 Monate im Jahr Winter. Wenn ich dann zum Beispiel jetzt Anfang März schon Wettkämpfe gelaufen bin, weil die Italienmeisterschaft so früh war, das merkst du halt einfach, dass du kaum oder keine Laufkilometer in die Haxen hast. Gell? Muss man ehrlich sein, da laufen sie um die Ohren. Da darfst du im technischen Terrain noch so gut Zeit machen, aber da kommst du im Flachen halt nicht weiter. Nein, du müsstest wahrscheinlich ähnlich wie das halt Marathon oder Straßenläufer machen, im Winter zweimal nach Südafrika fliegen oder nach Kenia oder irgendwo hin, einfach um Höhentrainingslager zu machen für 5 Wochen. Aber da verpassert ihr ja den ganzen Pulver. Das kann ja nie. Also für das bin ich viel zu Bergmensch. Also ich liebe das, genau die Abwechslung, dass ich im Winter Skitouren gehen kann, dass ich da alpine Projekte machen kann, dass ich da auch mich in dem Zuge challengen kann und schwerere Projekte oder Routen machen kann. Ich komme ja ursprünglich vom Skisport und das ist meine riesengroße Leidenschaft im Winter, das Skitouren gehen. Da tue ich mich schon brutal schwer, dass ich da mal im Winter nicht da bin. Und gerade, heuer war es eh gegangen, heuer haben wir nicht so einen guten Winter da gehabt. Aber nein. Wie geht das eigentlich zusammen, dass du sagst, ich möchte größere Projekte machen, schwierigere Projekte machen, mit einem professionellen Training? Weil oft ist es ja so, dass man sagt, okay, entweder mache ich das Laufen professionell und es gibt irgendwo einen Trainer, der mir halt wirklich 12 Monate im Jahr genau vorgibt, wann ich wo was zum Tun habe oder halt nicht. Oder andere, die einfach sagen, ich brauche meinen Freiraum und ich muss mir das schaffen, da ich opfere quasi so und so viel Prozent des Bestmöglichen dafür, dass mein Kopf das verzahlt. Ich weiß nicht einmal, ob man da wirklich was opfern muss dafür. Vielleicht gelingt mir es, das Gegenteil zu beweisen. Ich glaube, dass, also für mich persönlich, mir gibt es so viel Kraft und so viel Energie, dass ich zum Beispiel im Tag vor dem Mozart 100 bin ich an Sonnenaufgang gegangen und dann Nachmittag noch ein Hike and Fly und dann bin ich nach Salzburg gefahren. Das darfst du nie machen eigentlich als Athlet. Nein. Und am nächsten Tag habe ich in Salzburg bei meiner ersten Teilnahme die Ultra Trail World Tour gewonnen. Und das ist für mich so ein Beweis dafür, dass wenn der Kopf passt und dass du ich bin jemand, der den Freiraum braucht. Ich bin ein Kind, ich will es nicht sagen, aber
ein Kind der Berge. Mir gibt es so viel Energie und Kraft. Ich sammle da so viel, lade da so meine Akkus auf, dass ich einfach, dass mich das so viel stärker macht, vor allem mental. Und dann sind wir beim Ultralauf. Und das Ultralaufen ist einfach eine riesige mentale Geschichte. Also da ist der Kopf einfach unglaublich wichtig, dass mir das so viel mehr Kraft gibt, als es ist Wissen, dass ich eine bestimmte Base laufen kann. Hast du überhaupt einen Trainer, der dir Sachen vorgibt, oder planst du dir das selber? Ich habe bis heuer im Februar alles selber gemacht. Habe tatsächlich nur unter Anführungszeichen auf mein Gefühl gehört. Glaube aber, dass ich ein ziemlich gutes Gefühl für meinen Körper habe. Das habe ich mir über viele Jahre, glaube ich, so angeeignet, würde ich mal sagen, indem manche Sachen gut gegangen sind, manche nicht so gut, und dann lernst du, und das andere nimmst du mit, das andere lässt du sein. Und jetzt habe ich einen guten Freund, der mir ein bisschen hilft, das Ganze ein bisschen zu strukturieren. Er selber Alpinist ist und der mich sehr, sehr gut versteht. Und mir ist das extrem wichtig, dass er auch das Gespür für den Berg hat und den gleichen Antrieb hat, den ich habe. Ja. Und es fühlt sich sehr, sehr gut an, und ich glaube, es geht in eine sehr, sehr gute Richtung. Es klingt ein bisschen ähnlich vom Ansatz her wie vom Adrian Niesky, der auch gesagt hat, er hat sehr, sehr stark auf sich selber gehorcht und es hat wunderbar funktioniert, und dann ist er quasi, ja, ich übertreibe jetzt wahrscheinlich ein bisschen oder spitze es zu, dann wollte das zu sehr und hat mit Trainingsplan und allem drum und dran quasi und hat sich mehr oder weniger fremd steuern lassen und ist dann jetzt nicht ausbrennt, aber hat gemerkt, okay, das geht nicht, also das schafft er im Kopf nicht, und ist jetzt dann wieder zu seinem Ausgleich gekommen, dass er sagt, okay, ich mach Rennen, aber ich brauche auch, weiß ich nicht, irgendeine Tour, nur für mich, weil nur Wettkämpfe und nur stupid nach Plan, das schaffe ich nicht im Kopf. Und das klingt ähnlich. Ja, Adrian und ich sind sehr, sehr gute Freunde. Ja. Haben sehr, sehr viele Stunden zusammen rund um Innsbruck verbracht auf die Trails. Ist ein unglaublich wertvoller Mensch. Und kann ich mich sehr, sehr gut damit identifizieren. Wie gesagt, ich kann mir es auch vorstellen, ich bin sicher jemand, der eine Struktur braucht. Das ist ja nicht so, dass ich davor überhaupt keinen Plan gehabt habe. Also ich glaube schon, dass ich einen Plan habe. Sonst glaube ich, wäre das auch so nicht gegangen, so wie es in der Vergangenheit gegangen ist, oder? Aber natürlich gibt es mir auch, brauche ich auch die Freiheit. Ich weiß das, ich gebe mir auch die Freiheit. Und hoffe, dass ich das so noch ziemlich lange bei da behalte, aber bin immer neugierig auf neue Sachen und werde immer neue Sachen ausprobieren. Hast du da eine gewisse Bucketlist von Dingen, die du noch so machen willst? Weil es gibt ja Menschen, die sagen, ja, ich schaue einfach, was kommt, und nächstes Jahr schaue ich, was dann kommt, und andere gibt es, die sagen, beim Straßenlauf wären so die klassischen, die, weiß nicht, Big Six, die man machen will, oder andere sagen, ich möchte den Western States unbedingt machen. Und weil du gesagt hast, die hat da das Buch vom Kilian so gepackt, dass der UTMB steht wahrscheinlich relativ sicher auf deiner Liste, dass du den, gewinnen willst. Oder weit vorne mitspielen willst. UTMB steht ganz, ganz weit oben auf meiner Liste. Ja. Gerade nach meiner Erfahrung im vergangenen Jahr, wo ich feststellen habe müssen, dass ich mir nie gedacht hätte, dass unter Anführungszeichen sowas einfach ist, so schwer sein kann. Also technisch so einfach, dann doch so schwer und so komplex und so... Du musst auf so viele Dinge achten und bei dir bleiben und darfst dich ja nicht hinreißen lassen. Das möchte ich auf jeden Fall besser machen, und natürlich möchte ich mich da beweisen.
Was meinst du mit so einfach, also dass der UTMB jetzt da technisch nicht schwierig genau. ist? Genau, also wenn ich jetzt sage, dass ihr technisch... Die Distanz oder die... Oder was meinst du, dass so schwierig ist dabei? Also grundsätzlich, der Trail an sich ist nicht schwer. Wenn du, ja, also so wie wir es bisher beschrieben haben, hat der UTMB, ist nicht technisch schwer. Aber allein an der Startlinie zu stehen, in erster oder zweiter Reihe und tausende Leute hinter dir zu haben, die nur warten, dass es wegläuft. Ich vergleiche das ganz, ganz gerne mit König der Löwen, wenn der Simba in der Schlucht unten sitzt und die hinten einfach so anstürmen, das ist ein Gefühl, wo du einfach überwältigt wirst. Ich war das allererste Mal letzten Sommer in Chamonix und bin da eine Woche gewesen mit dem Team, haben einige Sachen zum Erledigen gehabt, Pflichttermine, und haben eigentlich eine Woche lang auf die Berge auch geschaut und haben nur gedacht, ich möchte da so auchen. Und das Ganze bauscht sich irgendwie oder pusht sich so hoch auf das Wochenende, auf den UTMB, wenn es dann losgeht. Die Stimmung in der Stadt, die zerreißt die. Mir hat, glaube ich, echt die Coolness auch gefällt, aber einfach mir nichts draus zu machen. Und dann geht es einfach richtig zur Sache, da geht es richtig, richtig schnell los. Und auch dann, es sind so viele Leute auf der Strecke, es ist einfach so viel Rambazamba und Eindrücke, die du echt einmal gefühlt auf der ersten Hälfte der Strecke durch nur Eindrücke verarbeiten. Und das ist schon richtig, UTMB ist sicher das Wimbledon im Trailsport, und da möchtest du dich beweisen. Also ich als Ultraläufer möchte mich da auf jeden Fall beweisen. Ich habe da große Ziele, die ich in den nächsten Jahren erreichen möchte. Aber ich weiß, dass noch ganz, ganz viel Arbeit vor mir liegt. Aber auf die freue ich mich auf jeden Fall. Ja. Glaubst du, dass der UTMB, weil so wie du das beschrieben hast, ich bin jetzt nicht beim UTMB, sondern beim CCC am Start gestanden, aber es ist jetzt da, es ist nicht ganz das Gleiche, weil es halt ein bisschen woanders ist, also jetzt vom Start her, aber es sind trotzdem viel Leute und es sind viel Leute auf der Strecke, dass man da viel verarbeiten muss. Glaubst du, dass man, wenn man das erste Mal macht, dass irgendjemand sich an die Startlinie stellen kann und das cool überspülen kann, also oder cool überreißen kann, oder braucht es da mindestens zwei oder drei Starts, dass man da einigermaßen gesammelt und gesetzt durchgeht? Also ich brauche jedenfalls einen zweiten. Das konzentriere mich da auf mich und weiß, was ich falsch gemacht habe. Ich habe viel dazugelernt und das machen wir heuer besser. Okay, das ist schon mal eine Ansage. Das heißt, heuer geht es wieder zum UTMB. Großes Ziel im August, September. Ja. Genau, das ist natürlich wieder Saisons-Highlight. Mit der Weltmeisterschaft. Ja, das stimmt, ja. Die Weltmeisterschaft an sich, ist jetzt damit Innsbruck auch wirklich ankommen. Also, dass das jetzt da zusammenwächst zwischen Berglauf und Trail einerseits und dass es auch ein bisschen medial ankommt, weil diese Berglauf-Weltmeisterschaft gibt es jetzt seit, weiß ich nicht, 30 Jahren und sie war halt maximal irgendwo eine Randnotiz. Und Thailand war semi-präsent, weil es halt im November in Thailand es war gut gemeint, aber medial jetzt da nicht so wahnsinnig gut begleitet. Ich glaube, dass die Weltmeisterschaft jetzt da ist, wo sie hingehört. Das glaube ich auch. Ganz plakativ ausgesagt. Ja. Das ist, dass Innsbruck, Stubai oder Tirol große Events veranstalten kann, das haben sie bewiesen und das werden sie wieder beweisen. Also da bin ich mir zu 1000% sicher, dass das eine WM wird, die da neue
die neue Benchmark sozusagen setzen wird. Also das ist, was zukünftig kommt, muss ich mal an der Weltmeisterschaft messen. Ja. Und von dem bin ich mal grundsätzlich überzeugt. Ich hoffe, dass sie das schaffen, dass das Feuer in der Tiroler Bevölkerung fürs Trailrunning gleich entfacht wird, wie damals bei der Radl-WM. Weil wie viele Rennradlfahrer jetzt noch unterwegs sein und alle noch über die Hölle reden und über die Sachen reden. Und ich hoffe, dass das, oder ich möchte alles dafür tun, dass das heuer in Innsbruck Stubai genauso wird. Und ich glaube, mit den Sachen, die wir bisher da haben produzieren dürfen und kommunizieren dürfen, geht es in die Richtung. Und das taugt mir einfach extrem, da dabei zu sein. Und das ehrt mich irgendwie auch, dass ich da in meiner Wahlheimat die seit 3 Jahren mit das Gesicht der Bewerbung habe sein dürfen. Also wirklich vom ersten Shooting bis jetzt, vorgestern zum letzten. Und das ist voll cool. Und das ist für mich natürlich das Highlight. Also ich möchte da hin, ich möchte da starten. Und jetzt Daumen drücken, dass sie nominiert wird für das italienische Team. Und dann kann ich mich unglaublich, wenn es dann losgeht. Nein, ich muss auch sagen, ich glaube, dass jeder, der das quasi verstanden hat, wie groß die Chance ist von dieser WM in Innsbruck, wirklich alles dafür tut, dass das richtig, richtig groß wird. Und ich hoffe, dass alle das bis jetzt noch nicht mitgekriegt haben, aber noch auf den Zug aufspringen, weil das ist halt was in der Gegend und jetzt gar nicht nur für Innsbruck und Österreich, sondern auch wirklich von ganze Italien, Frankreich, Österreich, Schweizer Gegend, also das ist was bei uns einfach eine Spur dort ist, die wirklich von alle einfach ausgeübt werden kann, die jeden Spaß macht, die viele Leute einfach so machen, ohne zu wissen, dass sie es machen, gerade genau. In der Jugend. Das ist so. Und sind wir wieder bei meiner Geschichte, oder? Genau. Das genau. Ist, ich glaube, dass das ist aufgelegt, dass das da bei uns ist. Und Schade, dass man im Podcast den Grinser gerade nicht sieht, den ich wahrscheinlich gerade im Gesicht habe, wenn ich über die WM oder über den Sport an sich reden darf. Und das ist ganz sicher an der richtigen Stelle. Und das ist einfach das Coole, dass einfach die Einstiegshürde in den Sport so klein ist. Wir brauchen keine Stadien. Die Weltmeisterschaft Innsbruck-Stubai, da ist nicht, dass ich jetzt einmal ein riesen Stadion muss aufbauen, damit ich die Weltmeisterschaft ausrichten kann. Hey, wir haben so coole Trails. Das ist ja alles schon ausgeschildert. Wir müssen ein paar Fahndlern aufhängen und die rauen wir hinten noch wieder zusammen und schauen, dass wir keinen Müll hinterlassen. Und dann ist das einfach die Weltmeisterschaft bei uns da in Innsbruck-Stubai. Und da sind die besten Athleten, da sind die... Du musst nicht jetzt einen Weg in den Berg einschreddern. Nein, er ist schon da. Die ganzen Zuschauer können mit einem Lift aufgefahren, weil vom Wintersport schon, also die ganze Infrastruktur ist auch schon da. Im Endeffekt, du brauchst überhaupt nichts mehr, also nichts mehr machen an Anpassungen, sondern du hast Berg, du hast Weg, du hast Leid. Du hast die Hotellerie, du hast die Lift, du hast alles. Also das ist ich glaube auch, dass die Region oder an sich das extrem profitiert, dass wir einfach auch im Wintersport einfach so eine präsente Region sind. Und dass einfach die Infrastruktur schon gegeben ist und dass auch im Großraum Innsbruck natürlich das Netz an öffentlicher Verkehrsmittel einfach riesengroß ist. Ja. Aber dass es auch darum geht, dass das auch kommuniziert wird, dass das man darf das schon auch und dass möglichst viele vielleicht sogar zu Fuß auch gehen auf die Strecken und sich dann denken, boah, hey, die Burschen und Mädels, die gehen aber anständig Gas da auf. Ja, das hat jetzt in einer Stunde auf, wo ich 4 Stunden gegangen bin. Das ist total egal. Letztendlich haben beide den gleichen Ausblick und können beide eine wunderschöne Geschichte erzählen und das ist genau das, um was es ja geht.
Oder sie können nachher, weiß ich nicht, auch danach, wenn man weiß, das war die Strecken, kann man, wenn man lustig ist, im Sommer oder nächstes Jahr hergehen und kann sagen, ha, jetzt laufe ich die Strecken, die beim Up and Down gelaufen sind, laufe ich jetzt selber auch einmal, nur um es quasi zu wissen, so wie viele Leute irgendwann in einem Leben einmal die Streif runtergefahren sein wollen. Nur damit sagen können, ich bin dort auch runtergefahren. Ich habe zwar eine Viertelstunde braucht und bin dann da gestaffelt hinunter, aber ich bin es runtergefahren. Dreimal die Bergrettung rufen. Ja. Nein, aber das ist ja genau das, was ich gesagt habe, wo ich hoffe, dass es eben die zu der Leidenschaft und zu dem Feuer kommt. Das Gleiche wie jetzt immer noch die Leute probieren, über die Hölle auch zu fahren in Innsbruck. Ja. Und bei der halben aussteigen müssen und das Radl schieben, weil sie sich einfach denken, hey, wie geht das? Und dann sehen sie aber in die Fernsehbilder, dass manche sogar für die Profis das Radl geschoben haben. Und das ist, ich glaube, wenn das gelingt, dass die Leute dann vielleicht auch noch in 4-5 Jahren über die Strecke von November laufen und in Erinnerungen schwelgen und sich umschauen und sich denken, boah, hey, genau da hat das sein müssen, dann haben sie alles richtig gemacht. Und, ja. Und ich glaube, da machen sie auch sehr viel. Ich bin überzeugt, dass das auch so wird. Ja. Sag, das Problem ist ja noch immer, dass die WM konkurriert ein bisschen mit den großen Platzhirschen jetzt da in der Szene. Wenn du jetzt dann nimmst an UTMB, an Western States, an Hard Rock, also so die 3-4 großen Rennen, die jetzt da einfach ausgebucht sind und zwar sofort, WM hin oder her, denen es einfach wurscht ist. meinst du, dass dieses, dass jetzt da durch Innsbruck und vielleicht die nächste oder übernächste WM, dass es so weit an Standing gewinnt, dass man nachher sagt, okay, es gibt zwar die großen anderen Rennen auch, aber wenn du nicht irgendwann bei der WM dabei warst und für das Land antreten bist, dann fällt da was? Also glaubst du, das kann sich so, ja, weiß ich nicht, in der Szene verfestigen? Ich glaube, dass wir jetzt genau an dem Punkt sein, wo sich das entscheiden wird. Und Innsbruck wird die Benchmark setzen, Innsbruck-Stubai. die werden die Latte jetzt einmal hochlegen und dann liegt es aber zukünftig an ITRA, an die ganzen Vereinigungen, an die zukünftigen Ausrichter, dass sie das Niveau halten. Und dann wird es spannend werden, wie sich es entwickelt, weil die großen Events, die leben vom Mythos. Das ist das Feuer. Das ist, wenn Hein vom UTMB geredet wird, da hat jeder Emotionen, Geschichten zum Erzählen. Jetzt sind wir wieder beim Grinser, der dann so ja, aus dem Gesicht geht. Das gleiche beim Western State, das gleiche beim Hard Rock. Ja. Und dann wird es spannend, in welche Richtung das es geht. Ich glaube, wenn sie es so angehen, wie sie es aktuell angehen, dann schaffen sie es. Ja. Hängt aber auch davon ab, was natürlich die anderen draus machen. Es kann aber auch so enden, dass es natürlich, sagen wir wieder beim Tennis zum Beispiel, als Gegenbeispiel. Ich weiß nicht, wer Tennis-Weltmeister ist, aber ich weiß, wer Tennis in Wimbledon gewonnen hat. Genau das habe ich gemeint. Also genau das ist ja das, genau. Wenn du jetzt sagst, Fußball-Weltmeisterschaft, beim Fußball ist die Weltmeisterschaft quasi was wert, weil das einfach Länder, quasi im Gegensatz zum ganzen Vereinsfußball, der Länder Wettkampf ist. Und beim Tennis ist es halt, ja, ist die Weltmeisterschaft halt ein bisschen wurscht. Ja, aber da ist halt, das ist halt dann auch so, dass einfach zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Fußballbeispiel bleiben, das ist einfach das ganze Jahr, tut sich irgendwas um die Fußballnationalmannschaft. Beim Trailsport ist es aktuell so, dass jetzt die WM ist, jetzt redet einmal jeder, wie ich schaffe es, in das Nationalteam zu kommen, aber ja, das restliche ganze Jahr kümmert sich leider der Verband relativ wenig um die einzelnen Sportler. Da sind dann die Sportler halt wieder in so Werkteams und ja, für die Werkteams, wie sie auch alle heißen, ja, sind halt die Events natürlich entscheidender, wo sie natürlich auch Sponsor sein. Ja, und genau das ist ein bisschen. Genau, und das ist halt jetzt die Frage, schwierig, ob sich irgendwann vielleicht so eine Nation League bildet, wo man wirklich wieder fürs Land läuft. Das ist ja, mehrere Events gibt, keine Ahnung. Ich glaube, dass
das ist ja das Coole. Wir schreiben gerade, oder wir prägen gerade eigentlich in so einem Sport selber mit. Und ja. Das ist, glaube ich, mega cool, da dabei zu sein. Ja, na, vor allem, wenn man sagt, vielleicht kommen die Verbände auch mit den Herstellern, die ja momentan die Werksteams im Endeffekt stellen, mal auf den grünen Zweig und sagen, hört zu, so und so viel der Zeit habt ihr echere Athleten für euch, aber in diesem Zeitraum passiert das, da geht es so und so ab. Und ich, also das ist jetzt eine ganz, ganz persönliche Meinung, ich glaube ja, dass es der ganzen Sache gut täte, wenn nicht jeder Verband in jedem Land irgendwelche Regeln hätte, wie irgendwer zu irgendeinem Startplatz kommt oder halt auch nicht. Das ist oftmals, nämlich auch für Menschen, die Szene verfolgen, im eigenen Land schon schwierig. Und wenn du dann sagst, naja, und wie nominieren die Ungarn und die Schweizer und die Spanier? Und du denkst so, keine Ahnung, sitzen dort vielleicht drei Weise in der Höhle und würfeln oder keine Ahnung, was weiß denn ich? Ich glaube, das ist nicht nur für die Leute, also das ist ja für uns Athleten ist das einfach mega schwierig und ist halt irgendwie, ja, soll ich das jetzt sagen? Das ist natürlich mega schwierig für uns Athleten, dass man da sich irgendwie einversetzt. Das sind Verbandsstrukturen, Verbände ticken anders, Verbände, da sind dann oft viele, die sich zu wichtig machen. Grundsätzlich geht es darum, weil du gerade gesagt hast, dass es darum geht, dass man einen Zeitraum findet, sozusagen, wo hauptsächlich das Nationalteam zuständig wäre und dann wieder das Werkteam. Das wird in unserem Sport wahrscheinlich relativ schwierig sein, weil einfach der Zeitraum, wo Trailrunning in den Alpen möglich ist, begrenzt ist. Die großen Events, man ist jedes Wochenende sein 4-5 große Rennen. Es ist ja schon extrem schwierig, dass man überhaupt, wenn man jetzt aus Sicht eines Athleten redet, ich will mir bei den größten Events mit den größten, schwersten oder besten Athleten messen und will mir da irgendwie positionieren. Mir persönlich gibt es viel, viel mehr an ehrlich hart erkämpften vierten oder fünften Platz, wenn ich das Podium verpasse, zu haben, als einen sicheren Sieg, wo ich eigentlich von Kilometer 2 weg allein laufe. Ja. Das hört man aber von vielen Top-Athleten, die sagen, ich suche mir oft auch die Rennen aus, noch wo ist die beste oder die härteste Konkurrenz, weil, weiß ich nicht. Weil es dann einen Wert hat. Genau, weil in Dingsbumskirchen den Lauf, wo ich weiß, oh, ich habe in Itrascore 800 sowieso und der nächste hat 612. Naja, super. Es ist ja auch so, dass es einfach leichter ist oder natürlich brauchst du auch Konkurrenz, um die überhaupt da messen zu können. Und gute Scores zu kriegen. Das ist auch einfach so. Natürlich kannst du vorne weglaufen und nur gegen die Zeit laufen, dann schaffst du es auch. Da tust du aber schon deutlich schwerer. Ich glaube, oder ich rede aus meiner Sicht, es geht ja letztendlich darum, dass man sich gegen die besten Läufer misst und dass man auch, das ist ja viel, viel mehr wert, wenn man dann ein ehrliches Lob von den paar Leute, die da wissen, um was es wirklich geht, da kriegst du ein ernst gemeintes Lob. Das bedeutet man ja so viel mehr als den, sagen wir wieder bei Social Media, den schnellen Hype für irgendeinen ersten Platz in, weiß ich nicht wo. Ja. Und deswegen, ja, mir taugt es zum Beispiel unglaublich, mich einfach in Italien und in Spanien zu messen. Ich war jetzt die letzten zwei Jahre ziemlich viel unterwegs, weil einfach die Szene so stark ist und das Niveau einfach unglaublich hoch ist. Und das tat mir natürlich in dem Zuge auch extrem viel bedeuten, für das italienische Team nominiert zu werden, weil ich einfach weiß, da sind richtig starke Jungs und Mädels natürlich. Ja. Kann aber jetzt nur für die Jungs nominiert werden. Und da einer von den sechs zu sein, die da an der Startlinie stehen dürfen und alles geben dürfen,
da war die Hürde dann wahrscheinlich ein bisschen größer. Ja, das stimmt schon. Es ist ja, ich weiß es nicht, vielleicht hast du da mehr im Blick. Ich habe mich da ehrlicherweise überhaupt nicht damit beschäftigt, aber wir haben das mitgekriegt vom Duathlon, dass jetzt da zum Beispiel in Frankreich das sehr, sehr stark staatlich auch unterstützt wird, jetzt das von den Strukturen her. Und in Spanien und Italien und Frankreich ist ja auch beim Traillauf, es ist ja nicht so, dass da vier oder fünf gute Leute sind, sondern das sind ja, weiß ich nicht, Hunderte. Das sind die ganze Heerscharen an gute Läufer, wo du einfach sagst, okay, da stechen vielleicht zwei, drei vorne noch zusätzlich heraus, aber das ist jetzt nicht so, dass du sagst, oh, ich habe vier Gurte und dann wird die Personaldecken dünn, sondern da kommen ein paar Punkte danach, kommen halt nochmal 20. Weißt du, wie das in den verschiedenen Ländern mit der Unterstützung auch für die Athleten ist? Jetzt vom Verband her oder vom Land oder vom Staat? Ich habe noch nie das Glück gehabt, jetzt für eine WM nominiert zu werden, für Italien. Bin jetzt aber eingeladen fürs Teamcamp in Vorbereitung auf die diesjährige Weltmeisterschaft. Da fahre ich Ende der Woche hin. Freue mich unglaublich, das erste Mal dabei zu sein. Kann dann wahrscheinlich mehr dazu erzählen. Glaube aber grundsätzlich, dass jetzt aus Sicht des italienischen Teams ist sicher so, dass die Unterstützung sehr, sehr gut ist. Aber wie gesagt, das ist jetzt einmalig im Jahr. Das ist jetzt nicht, dass es da über das ganze Jahr hinweg die Betreuung über Physiotherapeuten oder Trainer oder Leistungstests oder Ähnliches gibt. Ja. Sondern also alles, das ist dann, ja. Wenn es drauf ankommt, dann, das ist immer so, ich rede jetzt aus italienischer Sicht, wenn es drauf ankommt, dann brennen sie voll dafür. Mhm. Und das ist auch das Coole und das ist auch der Grund, warum in Italien so starke Läufer sind, weil der Sport einfach eine Tradition hat. Das ist der Grund, warum da so riesige Events sind. Und in Italien ist es tatsächlich so, dass oft so die kleinsten Volksläufe gehst und die Konkurrenz ist einfach irre. Und das ist schon cool. Dann okay. Hat es wieder einen Wert. Aber es ist nicht so, deswegen habe ich das mit Frankreich gebracht, weil es in Frankreich, glaube ich, sind zum Beispiel Duathleten beim Staat angestellt quasi. Also in Österreich musst du beim Bundesheer sein oder beim Heeressport oder beim Polizeisport gibt es auch so einen Berufskader. Also was du wirklich, wenn du die und die Erfolge bringst, dann wirst du freigestellt, kriegst halt quasi dein Gehalt weiter und so weiter und so fort. Aber das ist halt ein sehr, sehr kleiner Spektrum. Sehr elitärer Kreis. Genau, und das gibt es in Italien auch. Und es ist nur, ich glaube, das ist auch nur für olympische Sportarten. Also da ist Trailrunning und Berglauf ist da sowieso weit weg. Und ich habe es eben gehört vom Duathlon, also in Frankreich ist es so, dass sie vom Staat angestellt sind. Also nicht über Heer oder Polizei oder was auch immer. Und dass deswegen dort die Struktur anders ist und die Leute halt einfach viel breiter, also dass dass es nicht so zugespitzt ist auf ein paar Leute, sondern dass sie deswegen breiter aufgestellt sind. Jetzt habe ich mir gedacht, vielleicht ist es in Italien auch so, aber das hört sich eher so an wie in Österreich. Es gibt in Italien auch die Strukturen, Heeressportler, Forestale, also Forst, Polizei und so weiter, Zoll. Der Grund ist aber nicht, dass in der Spitze die Unterstützung so groß ist, sondern dass die Leute eine Leidenschaft dafür haben, dass die Leute bei den einzelnen Events entlang der Strecke stehen und das feiern. Und das ist noch etwas, wo wahrscheinlich ein großer Unterschied ist. Und das ist das, wo ich die Hoffnung setze, dass Innsbruck Stubai das schafft mit der WM, das Feuer für den bergigen Sport zu entfachen und dass dann auch zukünftig bei den Events, die stattfinden werden,
mit dem IATF in Innsbruck, mit dem Stubai Ultra Trail im Stubai, mit im Zillertal mit Events. Sind ja gefühlt jedes zweite Wochenende ist ja in Tirol ein Berglauf oder Trailrunning Event. Es ist ja mittlerweile einfach echt ein Riesenangebot da, aber dass dann auch die Leute zum Zuschauen gehen und anfeuern und das mitleben. Ja, ich muss auch sagen, da finde ich, wenn Menschen das mitkriegen am Berg, dann feiern es die Leute nämlich auch wirklich an. Ich bin per Zufall vor zwei Jahren mal in Graz am Schöckl, haben sie ganz spontan in der Corona-Zeit den Schöckl-Plateau-Marathon ausgerufen. Dass du einfach dort oben 14 Runden oder so im Kreis laufst. Das hat doch ein paar hundert oder ich glaube 1500 Höhenmeter oder so gehabt nachher auf die Distanz. Und dann waren halt ganz viele Ausflügler dort, die spazieren gegangen sind. Und wenn du das zum dritten oder vierten Mal vorbeikommst, die haben die dann halt echt schon richtig angefeiert und haben mitgefiebert, wie jetzt quasi der Stand ist. Und ich glaube, wenn die Menschen mitkriegen, dass da ein Event ist und was da los ist, dann finden die das schon ziemlich geil, vor allem weil in Österreich oder in der Alpenregion, jetzt gar nicht nur in Österreich, sondern auch Italien und Spanien, Schweiz und so weiter, die Organisation, glaube ich, echt gut ist. Also es ist weder eine Larifari-Organisation, dass viel schief geht, und es ist auch bei uns ein sehr sauberer Sport, im Sinne von, es schaut dann noch halt so aus wie davor. Du hast noch ein paar Fahndl herumstehen, ja, die halt irgendwer wieder wegrammt, aber hoffentlich. Ja, aber ich habe es gehört vom Transvulkanier zum Beispiel, was halt danach ausschaut wie noch ein Stadtmarathon, wo jeder alles in die Gegend pfeffert. An Gelpackerl und Floschen und so weiter. Ich glaube, das war der Transvulkanier, weil ich das gehört habe, was einfach die Leute nicht schert. Und das sieht man bei uns nie. Also ich fahre jetzt wieder zum Transvulkanier und ich war schon dort. Es ist ein unglaublich bergiges Event, auf einer unglaublichen Insel, wo die Leute es extrem mitfiebern und mitfeiern. Ja. Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Muss aber auch sagen, dass ich das Glück gehabt habe, vorne wegzulaufen letztes Jahr, bis ich aufgeben habe müssen. Also habe ich nicht so viel gesehen. Nein, das ist einfach, ich glaube, das ist ein Grundwert für uns am Sport. Wir bewegen uns in der Natur, das ist ein Geschenk, wo wir sein dürfen. Und das Mindeste, was es ist, dass ich den Müll wieder mitnehme. Ich sage, genau. Es passiert wahrscheinlich jedem, dass, wenn er das Gel aufreißt, dass er einmal das Fitzel oben, das man leider allem abreißt, dass man das einmal verliert. Aber hey, wie cool ist denn, wenn der dahinter das vielleicht einmal auch glaubt? Und im Wettkampf, muss ich auch sagen, habe ich meistens nicht Zeit dazu, aber im Training glaube ich das eigentlich immer auf. Ja. Und ich glaube, da muss sich jeder selber an die Nase fassen und wir müssen das einfach so hinterlassen, wie wir es vorgefunden haben. Das ist auch dann der Appell an die Veranstalter, dass einfach nach dem Event zusammengeräumt wird. Weil wenn das nicht passiert, dann geht das in die Leute auf die Nerven. Dann hat der Sport auf einmal, ja, die hängen einmal alles auf und dann räumen sie nicht weg. Und das darf nicht passieren. Aber das hört man auch von den ganzen Veranstaltern, die sagen, deswegen lassen sie die Gelbackel anschreiben und so weiter und so fort. Weil sie haben gesagt, sie sind halt oft auf private Grundbesitzer angewiesen und wenn dann nachher 15 Gelbackel herumliegen oder sonst was, naja, dann dürfen wir das nächste Mal nicht mehr dort durchlaufen. Und dann haben wir halt mit dem ganzen Wettkampf verloren. Und deswegen ist das Blödsinn, wenn wir das machen. Ich bin allem, glaube ich, immer ans gute Menschen. Ich hoffe, dass es niemand absichtlich wegwirft. Wie gesagt, es kann immer passieren, dass man einmal jemanden verliert. Gerade vorne an der Spitze, da geht es oft so zur Sache, dass es oft nicht einmal checkst, ob das jetzt in den Stackel durchstopft hast oder nicht. Ich hoffe vor allem, dass ich es kaum mehr dann wieder gut mache, wenn ich in der Freizeit da ein bisschen zusammenraume. Aber wie gesagt, ich würde jetzt nicht sagen, dass da irgendjemand das absichtlich macht. Ich hoffe es nicht, weil der hat in so einem Sport nichts verloren. Weil der Wert, das ist für mich ein Wert des Trailrunnings und ein Wert des Bergsports, dass man auf die Natur, auf die Umwelt schaut, dass man ehrlich miteinander ist, dass man
sich gegenseitig hilft. Das ist noch unglaublich da in der Community. Das auch in einem Wettkampf, was passiert. Und das finde ich so bärig. Und wir müssen alles dafür tun, und ich glaube, gerade wie Elite-Läufer, müssen alles dafür tun, dass die Werte nicht mit Füßen getreten werden, dass die hochgehalten werden, dass wir das vorleben, dass wir das weitergeben, auch in die breite Masse, und dass sich einfach die denken, hey, schau, die haben Zeit, das auch zu glauben, dem zu helfen, wenn er einen Kram hat. Und ja, ich glaube, dass die Werte, die ich halte so hoch, und ich hoffe, dass es auch so bleibt, und dass die machen in so einem Sportschau, glaube ich, ganz zu was Besonderem. Ja, das glaube ich auch, das kann ich genauso unterschreiben. Und ich würd jetzt da kein besseres Schlusswort finden. Also das ist, glaube ich, das ist die Essenz quasi aus dem Ganzen, wo man sagen muss, das ist, genau so muss Trailsport sein. Hast du noch irgendwas, was du sonst mitgeben willst, oder lass du das so stehen? Ich brenne, glaube ich, so sehr für den Sport und für die Community, ja. Ich habe so viel lernen dürfen für mich als Person und für mich, für mein Leben, dass ich glaube, das ist mit einem Podcast auch nicht erzählt. Vielleicht kriege ich nochmal die Möglichkeit dazu. Ich möchte, dass die Leute die Freiheit haben oder auch inspiriert werden, von der Freiheit außen zu gehen, zu entdecken. Dass sie die Werte hochhalten, dass man das gemeinsam vorleben, dass der Sport so bleibt, wie er ist. Ich glaube, der Sport wird sich weiterentwickeln, er wird professioneller, er wird schneller, das ist der normale Prozess eines Sports, aber ich glaube, das liegt an uns, dass wir mitbestimmen dürfen, in welche Richtung das geht. Und ich möchte, wenn jeder die Freude kaltet und mit einem Grinsen außen geht, dann haben wir alles richtig gemacht. Und dann, das ist das Einzige, was ich mir für mich selber wünsche, dass ich eigentlich mit 70 noch gleich mit dem gleichen Grinsen über die Trails spaziere dann und damit umschaue und von den ganzen bergigen Abenteuer erzählen darf. Und wenn das in Erfüllung geht, dann bin ich glücklich. Was hast du da spazieren? Wir nennen das Gehen Genussläufer. Wir wandern das durch. Ja, du, es hat mich unheimlich gefreut. Es war super. Und ich hoffe, wir können das wirklich irgendwann nochmal wiederholen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Wir sehen uns ganz bestimmt bei der WM. Also, ich hoffe. Du bist die ganze Woche da, schätze mal. Ich bin die ganze Woche da. Das kriegen wir hin. Na gut, dann sage ich vielen, vielen Dank und einen wunderschönen Abend. Vielen, vielen Dank und habt's eine Gaude beim Laufen. Danke dir. Ciao. Ciao.